Oh, Alter, was geht ab, Leute? Wir essen heute den besten Döner Regensburg. Geht ab. Dreifacher Familienvater verkauft sein Auto, hey. Das kriegst du so nicht. Ich geh mir Linsenwaffeln mit sehr viel Protein. Ich gönn sich aber Smarties. Oh, sehr viel Protein, Mann. Nicht mehr lang tatsächlich, oder? Bester Döner Regensburg, Leute. Also laut Google Maps. Snickers. Oh, Raffaello. Das ist eine saftige Sorte, das ist Lorenzke. Ja? Also nicht üblich. 4,7 auf 600 Bewertungen. 4,7, okay, echt. Aber viel los ist noch nicht, oder? Oder ist keine Mittagszeit jetzt? Wir sind in Regensburg, was erwartest du, Mann? Okay, schau mal. Ja, Mann. Mal, Leute. Ein Kalb, ein Hühnchen. Oh mein Gott, Mann, warum kauft ihr so ein Stativ wie ich, Mann? Ich hab das zu Hause, außerdem ist meins viel krasser. Unvorbereitet. Du siehst du endbillig aus. Was? Ja, schau mal, Salz, Mann, du hast auf einer Fanta-Dose, Mann. Ja, Fanta ist krass. Ja, Fanta-Dose. Ich muss so einmal so wackeln, Mann. Flexibel, Mann. Flexibel. Er hat gemeint, wie du es gerade sagst, aber. Ja, aber es klang so voll. Ich meinte, was ist so unsere Stärke? So. Dankeschön. Danke. Er weiß selber nicht, was unsere Stärke sind, Mann. Kalb, einfach Stückchen. Mit Hähnchen besser, Mann. Echt? Ja. Hähnchen safe, 1000-mal besser. Was? Mhm. Fake Story. Was hast du gesagt? Du hattest deine Hose nicht an und so, irgendwas. Hm? Oh. Du hast doch erzählt, die haben auch ein paar Kleidungsstücke gefehlt oder so. Ach so, nee, die haben meine Schuhe geklaut, als ich in Rio de Janeiro. Ach so. Als ich in Rio de Janeiro war, in Brasilien, haben die meine Flipflops geklaut und mein T-Shirt. Da musste ich so barfuß und ohne T-Shirt so die Straße entlang laufen, weil das Hostel war voll weit, ich hatte nicht mehr Geld für Busticket. Da musste ich so durch so einen Tunnel durchlaufen, wo so Autos waren, wo gar kein Fußweg war und so, das war halt heftig. Vor allem wer klaut Flipflops Schuhgröße 49, Mann, das ist halt auch krass, Mann. Aber irgendwie sehr viel Soße. Mhm. Aber ich merke jetzt keinen Unterschied zwischen irgendwie normalen oder so. Wo ich jetzt sage, boah, der ist jetzt, steht hier raus oder so. Nee, der steht ja auch nicht hier raus. Gut probiert, Alter. Wie fandst du so Brasilien? Dadurch, dass es halt so groß ist, ist nicht so schlimm. Mhm. Und in Brasilien hast du halt mega viel, kannst du halt anschauen. Wir haben halt alles, Natur, Urwald, Städte, Inseln, alles. Groß, ja, Brasilien ist riesig. Das ist ja, glaube ich, das fünftgrößte Land der Welt oder so. Was auch in den Slums so sind. Mhm. Ja, jeder sagt, jeder sagt, sagen. Was? Tati fragt mich, wie ich Creed 3 fand. Wie fandest du es erstmal? Genau. Ich? Ja, ja, es war also auch so ein typischer Film irgendwie wieder. Es kommt dann wieder irgendeiner aus der Versenkung und dann kämpfen die gegeneinander und so. Ja. Aber so an sich fand ich den schon nicht schlecht, Mann. Die wollen halt so viel öffentliche Blockchain und so. Es sind einfach nur Bock in einem Fake-Leben oder da unten bei den Maschinen, oder Mann. Das ist die Wahrheit. Ja, Wahrheit muss nicht immer besser sein. Shit, du hast es doch noch. So, ich habe bei ihm früher auch Videos hochgeladen. Du kannst bei ihm auch Blackies schauen. Ja, unter den Fenstern. Unter den Fenstern, Alter. Unter den Fenstern. So hat jede kleine Karriere angefangen, Alter. Indem man Videos unter den Fenstern hochlädt, Alter. Komm, schreibt es in die Gruppe. Hey, Mann, Nico schnurrt Internetvermögen. Willst du jede kleine Post ein Foto, wie er mit Laptop da steht vorm Lader. Jede kleine Karriere hat so angefangen, Mann. Das ist also. Vergiss mich nicht, wenn du ganz oben bist. Natürlich, ich vergesse nicht. Alles hat unter dem Fenster von Hong angefangen, Mann. Döner waren solide, oder? Ja. Aber nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ja, Mann, also fand ich auch, Mann. Ja. Nicht herausstechen. Solide. Du bist nicht solide, so der Döner-Fan, ja. Also von dem habe ich jetzt auch nur das Fleisch gegessen, weil. Geschmacklich war ja jetzt nicht so gut genug, dass ich mir jetzt zwei Gang ziehe. Sehen ist Döner voll im Hype. Mhm. Ja, Mann. Ja, aber probier diesen zum Würstelkönig, glaub mir. Dann wirst du danach sagen, das ist viel besser als Döner und der beste Laden im Leben. Dino, Nico hypt einen Döner. Ja, ich check mir den nächsten ab. Katja hat seinen ersten Kampf vor sich. Also ich kann nur eins sagen, Hauptsache nicht wie Manuelsen, bitte. Oh mein Gott, ja, bitte Mann. Nicht enttäuschen. Ja, so, nach 3 Jahren haben wir es geschafft, Leute. Auf dem Weg nach Valhalla, Baby. Alles hat angefangen. Alles hat angefangen mit einem Anime, Tokyo Revengers. Ein Ausblick. Oh mein Gott, geh mal auf 10er hoch und schau nur runter. Nico, wait, am Joggen. Geile Aussicht, Leute. Ich konnte nicht spinnen. Das Höchste, was ich bis jetzt hier. Geh mal wieder. Berihara! Berihara!
ob Nico seine Drohne undercover noch fliegen lässt. Er fahrt's nach der Werbung. Gruppenzwang. Weiß nicht wieso, aber die wollen runter. Weil wir müssen wieder rauf und unten gibt's ja nichts. Oben ist die Belohnung, das wo jeder hin will. Und ihr wollt's nach unten. Natürlich, ja klar. Wir wollen ja schauen, was hier alles gibt. Wenn wir schon hier sind und 1,5 Stunden gefahren sind, dann wollen wir ja das Komplette sehen. Und ihr tut's so auf Sportler, Athleten und keine Ahnung was. Ich kann nur drücken, ich hab kein Cardio, Mann. Ja, ihr könnt nicht nur Arme trainieren, ihr müsst auch Beine trainieren, Jungs, Mann. Und nicht, dass ihr so wie Munir ausschaut, Mann. Ich trainier meine Beine. Ja. Ja, das ist auch was auch machen. Er hat ja gesagt, es wird schon niemanden finden, der das, der das macht. Der anstrengende Weg wieder rauf. Der die Idee hatte, der braucht Pause. Schwach, ey. Oh, jetzt mach mal deinen Abschied zuerst mal. Wir faken dann nochmal für mich, Mann. Ach so. Und, hat mich sehr gefreut, Mann. Bis zum nächsten Mal. Bis auch. Solider Döner? Was heißt solider Döner? Okay war der Döner. Wir kennen halt niemanden in Ringsburg, außer den Leidenden. Foodtechnisch ist der aber nicht so stark. Wir waren mal auf einem Yu-Gi-Oh! Turnier, der hat 3-4 Tage nur seinen selbstgebackenen Kuchen gegessen. Ich habe mir echt Sorgen gemacht um den. Keine warme Mahlzeit. Nachdem man das postet, kommen immer die Vorschläge rein. Diesmal mussten wir auf Google Maps vertrauen. Aber safe hat Regensburg bessere Döner. Und endlich haben wir Valhalla! Das stand echt schon seit 3 Jahren auf dem Plan. Das war's von mir und den Jungs, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Views auf. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr investiert Bitcoin, DeFi und Crypto Cash. Wir gehen jeden Tag tracken, serious business und ciao.